Hast du schon einmal von den Königshäusern auf Andromeda gehört? Oder vielleicht davon, dass sie mit den Drakoniern gekämpft haben? Es gibt auch eine wunderschöne Übung, die wir heute in diesem Video machen werden, die mir Mai Medana mitgeteilt hat. Und ich werde dir sowieso Mai Medana vorstellen. Es geht um mein Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Ihr werdet einen Einblick bekommen in die Energien. Ich werde euch ganz viel davon erzählen. Und am Ende des Videos werden wir ein Live-Channeling von Mai Medana haben. Und sie wird dir auch von ihren Gesängen erzählen. Schön, dass du heute da bist und nimm dir Zeit, dass du das Video bis zum Schluss anhörst, um alle Informationen zu bekommen. Ich möchte dir als erstes Mai Medana vorstellen. Ich habe hier das Buch. Und zwar, sie ist eine der kosmischen Schwestern, die sich im Laufe der Zeit bei mir vorgestellt haben. Es sind sieben Schwestern und sie ist die zweite Schwester. Sie stammt aus der Andromeda-Galaxis und steht für das kosmische Herzchakra. Sie trägt großes Wissen über das galaktische Astralfeld in sich und kann neue Dimensionen öffnen. Und mit diesen neuen Dimensionen hat sie uns in diesem Buch beigebracht, das Dimensionschanneling. Sehr, sehr interessant. Der Galaktische Rat der Föderation hat sie auserwählt und gründlich ausgebildet, damit sie die Menschen auf der Erde unterstützt, also uns. Sie ist fast 2 Meter groß, stellt euch das vor, schlank und sehr schön. Ihr langes blau-türkises Haar fällt locker über ihre Schultern und ihre wasserblauen bis grünlichen Augen, die voller Weisheit strahlen, harmonieren ganz hinreißend mit ihrer in einem sanften Grün schimmernden Hautfarbe. Also das heißt, die Andromedaner haben eine ganz sanfte, sanftgrüne Hautfarbe. Ihr Blick ist wissend und das stimmt. Wenn sie mich anschaut, weil ich kann sie ja sehen, dann hat sie also ganz tiefgründige Augen und sehr, sehr wissend. Das ist faszinierend, tief und beruhigend. Ihr Alter, und jetzt passt auf, ihr Alter beläuft sich auf etwa 1100 Jahre. Also das ist in Andromeda jetzt nicht besonders alt, es ist auch nicht besonders jung, sondern es ist so mittendrin, könnte man sagen. Sie ist liebevoll und weise und trägt das interstellare Wissen von Andromeda in sich. Und das ist ja wichtig für uns, dieses Wissen. Ihren Kopf krönt ein Reif aus galaktischen Kristallblumen. Ihr seht sie ja hier vorne drauf, da kann man das also anschauen. Hier dieser Reif. Genau. Und dieser Reif ist für die Verbindung zu dieser Galaxis sehr gut, sagt sie. Gekleidet ist sie in ein luftiges weißes Gewand aus feinster Baumwolle, der unter der Brust von einem goldenen Gürtel gehalten wird. Also, sie hat mir gesagt, feinste Baumwolle hat sie deswegen gesagt, damit wir uns ungefähr was drunter vorstellen können. In Andromeda selbst sind diese Gewebe anders. Sie sind also auch teilweise aus Sternenstaub gemacht. Der Saum des Kleides ist mit goldenen Bordüren eingefasst und schwingt sanft, wenn sie läuft. Sie hat eine starke Energie und strahlt eine Aura des Friedens aus. Sie liebt es zu singen und ihre Stimme ist zutiefst beruhigend. Und dieses Singen, ihr Lieben, sie hat ja ganz oft für mich gesungen und sie hat auch gesagt, wenn ihr dieses Buch lest, dann dürft ihr sie bitten, für sie zu singen und sie wird es tun. Also ich rate es euch, bittet sie darum, denn es ist so seelenheilend, so wunderschön, einfach ja, sich damit mit ihr zu verbinden. Und jetzt möchte ich euch noch mal was erzählen über die Geschichte der Königshäuser von Andromeda, weil das steht auch hier in meinem Buch. Und jetzt will ich gerade mal gucken, dass ich die richtige Seite habe. Ja, also wie bereits erwähnt, ist die Andromeda-Galaxis in Königshäusern unterteilt. Mai Medana sagt, dass wir das Wort Königshäuser verwenden sollen, damit wir Menschen besser verstehen, um was es geht.
Es gab 5 solcher Königshäuser in Andromeda, die auf verschiedenen Planeten der Galaxis verteilt waren. Jedes dieser Königshäuser hatte seine eigenen Aufgaben und Ziele, aber alle zusammen waren sie für die Weiterentwicklung von Andromeda verantwortlich. Ich fand das so faszinierend, als sie mir davon erzählt hat. Sie bildeten einen starken Verbund. Und in dieser Hinsicht könnte man sie mit den Regierungen des Planeten der Erde vergleichen, aber nur im weitesten Sinn, hat sie gesagt. Und zwar, jetzt zählt sie uns diese Königshäuser auf. Das erste Königshaus ist das Königshaus der Wissenschaft, das zweite der Kunst, das dritte der Politik. Und das ist jetzt nicht so wie unsere Politik, sondern das sind die Räte, die sich da treffen. Das vierte ist das Haus der Philosophie und dann der Spiritualität. Jedes dieser Königshäuser war für die Verwaltung und den Ausbau eines bestimmten Zuständigkeitsbereichs verantwortlich. Gemeinsam führte und beschützte die Führungsriege der Königshäuser das Sternenvolk der Andromedaner. Es lief auch sehr gut, bis die Königshäuser zunehmend von gefährlichen Drachenwesen beeinflusst wurden. Dann erzähle ich jetzt hier also über die Drakonier und die fremden Wesen, was die da alles angestellt haben und wie Maimedana und die ganzen Andromedaner letztendlich sich davon befreien konnten. Jetzt wollte ich euch gerne noch was vorlesen, und zwar hat sie uns so wirklich sehr, sehr schöne Übungen auch in diesem Buch, ganz viele gegeben. Und ich würde euch jetzt gerne eine Übung geben zur Anbindung an das höhere Selbst. Und das steht also hier drin, schaut ihr diesen Text, und den könnt ihr wirklich einfach durchlesen dann und selbst machen. Und man kann das dann auch alleine machen. Das sind jetzt nicht so viele Schritte. Das heißt also, man könnte sich jeden Tag, das empfiehlt also Maimedana, jeden Tag mit dem höheren Selbst verbinden, so ein kleines Ritual, dann ist man mehr in der Mitte, hat sie gesagt. Genau, und jetzt diese Übung. Also sie sagt, nimm eine bequeme Körperhaltung ein, dann atme einige Male tief durch und entspanne mit jedem Atemzug deinen Körper ein wenig mehr. Stelle dir danach ein weißes Licht vor. Dieses Licht ist das Licht deines höheren Selbstes. Stell dir nun vor, dass dieses Licht durch dein Kronenchakra herabfließt und deinen ganzen Körper mit Licht erfüllt. Also dass es hier so durch das Kronenchakra fließt und letztendlich den ganzen Körper mit Licht erfüllt. Spüre, wie dieses Licht bis in dein Herz fließt und dich mit allem verbindet, mit allem, was ist, verbindet. Ihr könnt es jetzt auch direkt spüren, wie schön das ist. Spüre, wie sich die Energie um deinen Kopf herum ändert. Und das ist wichtig, das zu spüren. Es ist, als fühlt sich dein Kopf wie in Watte gepackt an. Und das macht dieses helle, weiße Licht. Jetzt stell dir vor, dass du selbst dieses Licht bist. Das bedeutet, dass du ganz tief in diese Vorstellung hineingehst, in dieses helle Licht. Du bist das Licht deines höheren Selbstes in dem Moment, wo du das spürst. Erlaube dir, eins mit diesem Licht zu sein. Und jetzt atme einfach tief ein und aus und spüre die Verschmelzung, die jetzt in dir stattfindet. In diesem Zustand bist du eng mit deinem höheren Selbst verbunden und jede Entscheidung, die du nun triffst, trägt die Energie deiner Seele, sagt uns Maimedana. Und wenn du nun einen tiefen Atemzug nimmst und nochmal in diese wundervolle weiße Lichtenergie hineingehst, spürst du schon, dass sich die Energie komplett geändert hat. Und wenn du jetzt eine Entscheidung triffst oder überlegst, wo du eine Entscheidung treffen sollst oder möchtest, wird dir das mit Hilfe deiner Seele viel leichter fallen als ohne.
Ich habe das selbst so oft gemacht oder eigentlich mache ich das immer, weil ich in dem Moment, wo ich mit meinem höheren Selbst verbunden bin, ganz eng mit meiner Seele verbunden bin und der Verstand ist in dem Moment ruhig. Und deswegen finde ich das wirklich so gut, diese Methode von Mai Medana, die hat sie hier im Buch für euch, habe ich die für euch aufgeschrieben und Mai Medana hat mir das diktiert. Und es trägt also auch jedes Wort der Sätze hier in diesem Buch ihre Energie. Und wenn ihr das lest, vielleicht lasst ihr ein bisschen kosmische Musik von uns auch spielen, von unseren Energieübertragungen, wenn ihr die Übungen macht. Es muss nicht sein, aber wenn ihr das machen würdet, könntet ihr noch tiefer in diese Energie mit hineintauchen. Und das ist wirklich was ganz Schönes. Ich lese euch mal aus dem Inhaltsverzeichnis noch ein paar Dinge vor und ihr könnt mir dann sagen, unter dem Video vielleicht schreiben, was euch interessiert, was ich im nächsten Video vorlesen soll. Mai Medana lächelt jetzt, denn sie sagt, am besten ist, du liest alles vor. Also gut, zum Beispiel, es gibt eine Anleitung zum Dimensionschanneling in diesem Buch. Da kann man das Channeln lernen mit Mai Medana über die verschiedenen Dimensionen. Dann gibt es ganz viel Wissen über die faszinierende Welt der Andromedaner. Und es gibt auch viel Information über die erstaunlichen Berufe der Andromedaner. Und dann wird auch über die Lichtschiffe von Andromeda erzählt und das fand ich selber sehr interessant. Und wir haben den Andromeda-Lichtstrahl, den wir bekommen, um uns mit Andromeda zu verbinden. Da sind auch viele schöne Übungen dabei. Und natürlich das kosmische Herzchakra, die Verbindung zum kosmischen Herzchakra. Das ist eine Einweihung und das ist also auch hier drinnen. Dann gibt es noch ein Kapitel, begegne deinen geistigen Lehrern und Führern. Das ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, weil wir dadurch in eine enge Beziehung zu unseren Sternenführern kommen. Ja, das geht hier um die Sternenlehrer und Führer im Astralfeld des Universums. Und dann gibt es noch eine schöne Beschreibung über die 24. Dimension. Dort werden wir hineingeführt und wir werden es auch spüren, alles in diesem Buch. Und dann gibt es die Verbindung mit dem kosmischen Quantenfeld. Und das ist etwas Wunderschönes, weil da sind ganz viele Anleitungen auch über Heilung dabei, über das Quantenfeld. Und Mai Medana hat da spezielle Botschaften dazu gechannelt. Und dann kommen wir auch noch zu den schwarzen Löchern, weil die Andromedaner haben eine ganz besondere Art, mit den schwarzen Löchern im Universum umzugehen und da auch noch Energie herauszugewinnen. Total interessant. Ja, und dann gibt es noch viele Antworten auf Fragen, wie die neue Welt aussehen könnte. Und Macht oder Ohnmacht, die unbewusste Entscheidung, Macht abzulenken. Macht abzulehnen und Macht abzugeben. Das ist auch eine sehr wichtige Botschaft von Mai Medana. Das ist das Buch und ich bin so froh und ich danke auch dem Amra Verlag, dass dieses Buch herausgekommen ist, denn es trägt so viel Wissen für uns und so viel Energie und Liebe. Und ich habe auch schon von euch sehr viele wundervolle Zuschriften bekommen, wie euch dieses Buch begleitet, wie dieses Wissen in euch beginnt sich auszudehnen und wenn ihr dann die Übungen macht, wie wunderschön das ist, mit Mai Medana und den Andromedanern vereint zu sein. Mai Medana sagt, sie grüßt euch voller Liebe und gibt jetzt eine Live-Botschaft für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben und für alle, die das Buch gelesen haben. Ich sprühe mich da jetzt vorher mal mit den sieben Schwestern ein mit dem Auraspray, was ja extra dafür entstanden ist, dass wir leichter Kontakt aufnehmen können. Und Mai Medana wird jetzt noch ein paar Worte zu diesem Buch sagen, ihr Lieben. Geliebte Herzensmenschen der Erde, mit dem Segen des Lichtes spreche ich zu dir voller Freude
und voller Dank, dass du heute hier bist. Denn das, was ich in diesem Buch diktiert habe, jedes Wort, jeder Satz und jede Botschaft ist dafür gedacht, euch Menschen zu unterstützen. Und gerade in der aktuellen Zeit ist diese Unterstützung sehr wichtig für euch. Und so lade ich dich ein, dieses Wissen einzuladen in dein Herz, in deine Seele, dich dafür zu öffnen und die Energien zu empfangen, die ich dir sehr gerne sende. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich dir sagen, ich möchte gerne deine Schwester sein. Ich möchte dir so nah sein wie eine Schwester, voller Liebe und Verständnis. Denn wir sind alle aus Liebe erschaffen, auch du bist das. Und deswegen verstehen wir uns auf der Ebene der Liebe, ohne viele Worte. Wir verstehen uns über die Telepathie, wir verstehen uns über das Licht. Und ich möchte dich gerne als Schwester begleiten und führen und mit all meinem Wissen zur Verfügung stehen. Und so überbringe ich dir den Gruß und den Segen von Andromeda, um dir zu sagen, wir lieben dich, ich liebe dich so sehr, ich bin bei dir und ich trage deine Seele voller Achtsamkeit und schütze dich, wo und wie immer du es möchtest. Rufe mich an, um Hilfe zu erhalten. Rufe mich an, um Unterstützung zu bekommen durch das kosmische Wissen. Und trau dir zu, mich zu fragen, denn ich werde auch gerne für dich singen. Und wenn du nun die Augen schließt und deine Aufmerksamkeit ganz in dein Innerstes legst, dann wird es möglich sein, dass du mich singen hörst. Denn nun singe ich deinen Namen. Ich singe dir die Botschaft der Liebe, der neuen Erde. Und ich singe dir die Botschaft, dass du hier auf der Erde willkommen bist. Und dass du genauso willkommen bist bei uns, denn ich möchte deine Schwester sein. Und so empfange den Segen des Lichtes und den Lichtstrahl von Andromeda. Ich bin bei dir und sende dir meine Liebe und mein Licht. Und so verabschiede ich mich jetzt wieder von dir. Mit den tiefsten, innigsten Grüßen und den Worten von Smarana. Das war die Botschaft von Mai Medana und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Schreibt mir unter das Video, wenn ihr noch mehr von diesem Buch erfahren möchtet. Ich tue es sehr gerne für euch, denn so kommt diese liebevolle Energie über die Erde, überall dorthin, wo dieses Video angeschaut wird. Alles Liebe, eure Monika Nirjana von Smarana.